Tränen aus Stein. Para zamani minetrap di kushoma. Tugunu kimbali ak. Apa yanganda titagule chilak. Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu diesem Let's Play. Ich bin Gubbel und wir spielen From Dust und wir sind auf einer Insel gelandet. Da ja, gibt's schon wieder einiges mit Lava. Kommt alles von hier oben und fließt hier runter und wir haben hier unsere Leute und in sehr wenig Zeit gibt es einen Vulkanausbruch. Das heißt, ich würde einfach sagen, wir starten einfach möglichst schnell. Und ja, hoffen wir, dass wir der Aufgabe hier gewachsen sind. Ich bin jetzt hier auch mit einer neuen Tastatur. Ich muss mich da wirklich für die letzten paar Folgen entschuldigen, wo das nicht so ganz funktioniert hat. Ab jetzt ja, wird das wieder um einiges besser klappen. Und ja, mal schauen. Übrigens, in From Dust sind wir aktuell so, ja, ich weiß nicht. Es gibt 13 Karten und 8 davon haben wir mittlerweile. Das heißt, ja, ich nehme an, die ersten paar waren ein bisschen einfacher gewesen sein. Sprich, ich denke, vermute, dass wir etwa jetzt so bei der Hälfte angelangt sind. Ne? Das bedeutet, dass ihr auch schon Vorschläge machen könnt, ja, was ich denn als nächstes spielen soll. Es kam natürlich auch wieder der Wunsch, dass... Oh, da kommt noch mehr Lava. Es kam auch der Wunsch... Eieieiei. Richtig viel Lava. Entschuldigung. Konzentration. Es kam auch der Wunsch auf, dass ich wieder Dragon Age mache. Dem Wunsch bin ich prinzipiell gar nicht abgeneigt, sondern möchte das auf jeden Fall wieder anfangen, wenn... Ja, wenn sich die Zeit dazu gibt. Allerdings eben noch nicht jetzt, sondern erst, ja, wann kann ich auch nicht genau sagen, aber ich möchte damit dann doch erstmal noch ein bisschen warten. Also, ich würde sagen, wir machen hier mal ein Drittel nicht so viel Zeit. Ja, machen wir jetzt mal hier sowas hin, ne, damit die komplette Lava nach rechts fließt. Wunderbar. Ne, weil dann kommen wir ja hier auch schön drüber. Ne? Den Rest können wir mal ins Meer kippen. Macht ja nichts. So, und dann können wir mal hier rüber gehen, ne? Unsere Leute da hinschicken. Oh, da kommt schon wieder neue Lava nach. Das ist nicht so gut. Dann machen wir mal hier wirklich voll, dass da nichts mehr durchkommt. Ja, ihr sollt ja nicht in die Lava reinlaufen. So, ne? Hier. Kann ich dich irgendwie... Ging das nicht irgendwie zu drehen? Nee. Genau, du wartest, bis das schön alles wieder... Ja, was denn jetzt? Wollt ihr nicht darüber? Hallo? Was habt ihr für ein Problem? Das ist doch alles wunderbar, oder nicht? Ich würde ja gerne nochmal ein bisschen Sand auch hinkippen. Ja, jetzt geht's plötzlich, ne? Mal hier noch ein bisschen Erde hin, damit auch die Vegetation darüber kommt. Ah, dazu brauchen wir auch Wasser. Holen wir hier unten und kippen das einfach hin, ne? Das auch wirklich funktioniert. So. Hui. Explodiert sie bald. Dann können wir mal gucken, dass wir mal hier noch dicht machen, dass wir zu dem Artefakt oder was das ist hinkommen. Nehmen wir hier die Lava auf. Das schön alles eher nach rechts nochmal weitergeht, ne? Du hast die Kraft Feuer löschen erhalten. Das ist doch schon mal super. Wenn uns hier irgendwas abfackelt, dann ist das wieder nicht so alle, ne? So. Hier so schön überall mit Wasser hin.
Ich wollte eigentlich nicht meine Leute ersaufen. Oh, 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 Feuer löschen. Die Nummer 4. 4, 4. Ja. Wunderbar. Schön. Dann holen wir uns mal dieses wunderschöne Ding hier. Ah, da oben ist übrigens noch Wasser. So. Hier ist noch. Ah, hier ist okay. Hier ist der Vulkan und der bricht dann hier immer noch mit aus. Ne? An den Seiten. Und normalerweise fließt nur hier. So, was haben wir denn jetzt hier bekommen? Bin ich mal gespannt. Und es ist. Ja. Können wir da auch erfahren, was das jetzt bedeutet? Dieses. Was auch immer. Na gut, das wird auf jeden Fall hilfreich sein. Nehme ich an, denke ich, hoffe ich. Meine ich. Genau, und wenn der hier wieder rüber gelatscht ist, dann kommen wir hier mal wieder. Den Graben wieder ausheben. Damit wir letztendlich, das ist mein Plan. Oh, da ist ein Baum. Ein Wasserbaum. Das ist schon mal sehr gut. Den, setzen wir hier einfach mal ins Dorf hin. Da kann er nicht schaden. Und jetzt will ich versuchen, dass die ganze Suppe wieder rechts rum zu führen. Damit wir hier auch ordentlich durchkommen, ne? So. Wunderschön. Ja, ich glaube, ich tue mal auf. Was jetzt haben wir mal Feuer löschen, ne? Ansonsten. Ah, hier ist übrigens auch gleich der Ausgang. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Ja, warten wir mal, bis der Vulkan nicht mehr Feuer speit, dann müssen wir hier ja eigentlich rüberkommen, ne? Beziehungsweise, wenn das alles mal weg ist. Oh, ich muss mal, ich mach mal kurz das Fenster zu, Moment. Dann habt ihr hoffentlich nicht mehr so viele störende Hintergrundgeräusche. Ja, prinzipiell scheint das doch schon mal ganz gut geklappt zu haben. Wenn hier das Ganze jetzt mal aufhören würde, fände ich das schön. Oh, da oben fängt schon wieder zu brennen an. Dann müssen wir das doch manuell machen mit Wasser. Wir können da einfach ein bisschen was hinkippen. Ne? Ach, da haben wir ja auch noch ein bisschen. So. So. Wunderbar. Okay. Das Kiel gefällt mir nicht. Aber scheinbar ist dieses, was wir da vorhin eingesammelt haben. Hier können wir Wasser gefrieren. Das ist auch schon mal sehr gut. Können wir da die Leute hinschicken? Ja. Was wir eingesammelt haben, dann doch, dass das auf jeden Fall unser Dorf auch schützt. Ja. Komm, geh doch einfach drüber, hm? Na los. So, wir können natürlich mal schauen, dass wir hier auch mal weitere Pflanzen hinkriegen, ne? Weil man ja... Ist ja eigentlich schon mein Ziel, alle Level auch zu schaffen. Nicht nur einfach durchzurushen und ins nächste Level zu kommen, sondern wirklich auch, so, dass wir alle Level auch mit einem Maximum an... Ja, was haben denn die jetzt da üben? Maximum an Vegetation. So, kommt der jetzt darüber? Ja? Schafft ihr das? Würde mich sehr freuen. Super.
Dann bin ich mal gespannt, was passiert, wenn jetzt das nächste Mal hier der Vulkan ausbricht. Ne? Müsste der Typ hier ja das, was jetzt die bekommen haben und was die auch da auch schon haben, hier noch rüberbringen. Und dann müsste das doch eigentlich klappen, theoretisch. Ne? Ja, es müsste bloß rechtzeitig sein, weil in 13 Sekunden, 12, 11, bricht der Vulkan schon wieder aus. Lauf, du kleiner Kerl. Den muss ich gleich mal betrachten. Du schaffst das. Oh, oh, das wird eng. Das wird sehr eng. Hehe. Durch das Knistern der Bäume und den Wind im hohen Gras hört der Schamane die Stimme der Alten. Wir haben Bäume, Palmen über das halbe Gebiet verteilt. Echt? Ja, krass. Kann ich denen irgendwie helfen, dass... Das sieht gar nicht gut aus. Nee, ich glaube, das Dorf ist wohl... Ja. Da war mal ein Dorf. Wo ist denn eigentlich das vierte? Wir haben ja hier, das wäre ja unser drittes Dorf gewesen. Gibt es denn ein Aufenthaltsort für das fünfte, vierte? Hm? Weil das hier ist ja wieder nur, was haben wir hier? Das weiß nicht, was das ist, ne? Keine Ahnung. Aber... Es sind ja bisher nur 1, 2, 3. Ne, das hier ist ja das Wasser gefrieren, glaube ich. Aber dann fehlt ja immer noch ein weiteres Dorf. Ist das hier hinten irgendwo? Menschen können diese Vegetation nicht durchqueren, aha. Wo brennt's? Hier oben? Nee, nee, im neuen Dorf. Okay, dann gucke ich da mal hin. Kann aber da aktuell auch nicht wirklich was entdecken. Ich kann ja mal hier so vorsichtshalber ein bisschen Wasser hinkippen, ne? Damit auch ja nichts passiert. So, und jetzt läuft hier unser Typi rüber. Und ich bin mal echt gespannt, was das jetzt genau bringt. Beziehungsweise ob das überhaupt etwas bringt. Ja, und dann würde ich sagen, nehmen wir hier einfach ein bisschen Erde auf, machen uns hier so eine Verbindung, damit da die Palmen rüberwachsen können, ne? Das fände ich schön. Aber wo ist denn unser letztes Dorf? Das ist immer noch die Frage. Wir können mal hier auch jemanden noch hinschicken. Ist das da unten? Das sieht doch so schemenhaft. Ja, da ist was. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich wieder Wasser gefrieren oder sowas. Was wir ja jetzt hier bekommen haben. Na, mal sehen. Ich bin gespannt. So, der läuft jetzt zurück und bringt da irgendwas, was auch immer das schon wieder ist. Entweder ich habe es nicht gelesen oder weiß nicht. So, und jetzt bin ich gespannt, ob hier die Lava einfach wieder aufgehalten wird oder nein. Ja, doch. Schaut euch das an, wie bei der einen Ding, wo das Wasser dann quasi so zurückgedrängt wurde, wird jetzt hier quasi die Lava um das Dorf rumgeleitet. Das ist doch schön. Sogar sehr schön. Wo fließt denn hier das ganze Wasser hin? Das fließt hier so irgendwie, ne? Aber naja. Muss ja nichts zu bedeuten haben. Ich möchte auf jeden Fall, dass hier ein bisschen Vegetation wächst. Ist das hier? Ja, das sind schon Palmen, ne? Ja. Dann holen wir uns von hier unten noch ein bisschen Erde. Machen das hier mal hin. Oh. Ja, die Palmen sind ja aktuell auch sehr gut verbreitet. Ja, mit der ganzen Lava ist es halt gar nicht so einfach.
Naja, wird schon noch, denke ich. So. Ja, ich würde sagen, dann müssten wir ja prinzipiell irgendwie jetzt an das Dingens hier rankommen. Ne? Was haben wir denn hier? Knallbaum. Das heißt, wir müssen hier oben Feuer hinbringen. Ich verstehe. Das heißt, gibt's auch Feuerbäume. Also einfach, damit hier das ganze Wasser da oben mal weg ist. Wasserbaum, was ist das hier? Knallbaum, den können wir mal dazu stecken. Was macht der denn jetzt? Ah, der bringt hier das neue, was auch immer das war, noch unser anderes Dorf. Ja, ja, magst du gut. Noch ein Knallbaum. Stecken wir einfach mal dazu. So, das heißt, wir müssen da irgendwie Feuer hochbringen. Geht das, indem wir einfach Lava aufnehmen und dann... Ja. Dann fließt das ganze Wasser ab. Ja, wunderbar, hm? Das ist doch schön. Uff. Oh, jetzt ist hier auch noch Wasser. Und Lava. Ah, ich verstehe. Ich glaube, das ist der blaue Schirm ist gegen Wasser und der rote gegen Lava. Und hier haben wir zum Beispiel nur den roten. Das heißt, wenn hier jetzt Wasser kommen würde, wäre das schlecht. So, aber wo sind denn jetzt die ganzen Knallbäume hin? Da ist mir noch viel zu viel Wasser drin. So, nehme Lava. Schmeiße hier hin. Puff. Gebe Lava zurück. So, hier haben wir immer noch einen Knallbaum. Lava. Hier hin. Puff. Ah, ich glaube, so kommen wir nicht ans Ziel, weil das da hinten sieht nach einer unendlichen Quelle aus. Ja, dann nehmen wir hier einfach ein bisschen Lava. Und bauen doch hier erstmal zu. Okay, das geht noch nicht. Nehmen wir hier erstmal das Ding raus. Und schmeißen es hier so hin. Können da jetzt mal Leute hinschicken. Und jetzt brauchen wir ganz schnell Knallbäume. Oder noch weitere Lava. Nehmen wir einfach mal von hier oben, vom Vulkan selber. So. Erhöhen mal hier die Mauer. Nein, nicht den Sand, sondern die Lava. So. Nö, und jetzt haben wir da einen wunderschönen See, der zwar wahrscheinlich ein bisschen steigen wird, aber ich möchte dann gerne das Wasser hier auf der Seite abfließen lassen. Aber so wäre das die ganze Zeit durch unser Dorf geflossen und es wäre nicht so gut gewesen. Ist das da noch ein Knallbaum? Was haben wir hier? Ja, Knallbaum. Schön. Den setzen wir jetzt mal hier hin. Nein, nehmen uns Lava. Genau, und bringen den Knallbaum mal zur Explosion. Nein, 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 nein! Jetzt fließt das Wasser auf der falschen Seite ab. Ah, ich brauche Knallbäume. Knallbaum? Hier hin. Lava? Lava, Lava. Ich brauche
Nein, nicht den Knallbaum. Das ist doch ein Knall, du Baum. Lava. Hier so, komm schon, explodiere. Uff. So, jetzt kommt schon mal kein Wasser mehr. Sehr gut. Genau. Es wird. Hier so nehmen wir mal ganz schnell die Erde weg und machen den mal hier halbwegs vernünftigen Weg. Nehmen hier mal wieder das Wasser raus. So, jetzt müssten sie doch durchkommen, ne? Ein Stress. So, dann können wir hier auch schon mal weitere Lava nehmen. Und einmal hätte ich gerne hier so noch einen kleinen Damm. Ach, das ist übrigens auch sehr cool. Seht ihr das? Da ist quasi dadurch, dass wir hier so einen schönen Schutz um unser Dorf haben, ist da auch automatisch durch die Lava so ein kleiner Schutzwall entstanden. Und das ist doch schon... Das ist doch lustig. Gefällt mir. So, aber die kommt immer noch nicht durch. Ah, aber das können wir doch ändern. Hm? Na, wie ist es jetzt? Kommen wir jetzt durch? Na los, lauft schon. Ihr schafft das. So. Soll ich mir noch mal ein bisschen Lava von hier oben? Und mach mal hier noch dicht. Damit das wirklich nach links abfließt. Oh je. Sieht ja auch immer lustiger aus. So, oh, jetzt kann er schon untenrum sogar gehen. Und da haben wir unser letztes Dorf. Jetzt müssen wir nur noch für ein bisschen mehr Vegetation sorgen können. Nehme ich hier einfach mal von hier oben nehmen. Hier so hin. Schmeiße. So. Und hier so runter. Ne? Ja. Da wird bald alles blühen. Alles wunderprächtig. Ja, los. Pflanzen, breitet euch aus. Super. Genau, und jetzt kommt gleich wieder der Feuer- und der Wasserschutz. Und dann kann unserem Ort hier oben auch weiter nichts passieren. Müssen wir nur noch für ein bisschen mehr Vegetation sorgen. Für ein bisschen... sehr viel mehr Vegetation. Was denn jetzt? Ah! Es regnet! Aha. Interessant. Und... jetzt ist der Vulkan aus? Ernsthaft? Ja, jetzt gibt es nur noch Wasser. Was ist das denn jetzt? Jetzt ist die komplette Lava weg. Wirklich? Na, das ist ja... das ist ja, also... prinzipiell habe ich da ja gar nichts dagegen, weil... kein Feuer mehr und so, ne? Ist ja schön. Oder bricht jetzt dann doch irgendwann demnächst wieder der Vulkan aus? Ich weiß es nicht. Aber so wirklich, so vom rein prinzipiellen her, finde ich das doch schon mal ganz schön. Da können wir mal... ja, hier hinten können sich die Palme auch noch verbreiten. Das ist schön. Dann hoffen wir mal, dass wir mal schnell irgendwie... ja, über einen weiten Bereich und Tiere angelockt. Wunderbar. Dass wir schnell wirklich hier überall die komplette Insel mit Vegetation zu kriegen, bevor wieder irgendein Feuer ausbricht. Oder bevor wieder der Vulkan ausbricht. Ich weiß nicht, ob der das so einfach macht. Oder wie das hier genau funktioniert. Aber aktuell, es hat scheinbar geregnet, ne? Habt ihr ja die Meldung gesehen.
Und da haben wir die komplette Insel. Schön. Na, dann würde ich mal sagen, ganz schnell, okay, so schnell geht das jetzt gar nicht. Wir haben jetzt übrigens auch keine Lava mehr, ne? Also wir können hier nicht sagen, ja, machen wir hier mal dicht oder so, sondern wir müssen das jetzt wieder mühsam mit Erde machen. Wie früher. So, ne? Jetzt fließt das hier so lang. Und dann versuchen wir das mal einfach ein bisschen weiter noch in diese Richtung zu führen. Ne? Ah, die Vegetation haben wir ja schon mal sicher. Das ist schön, ne? So, nein, ich will doch gar nicht das Wasser hier. Ich will doch hier schön viel Sand oder Erde oder was auch immer das ist gerade, ne? Nein, das war falsch. Ja, wir könnten theoretisch auch einfach mal probieren, das Wasser zu gefrieren. Und dann hier reinzukommen, ne? Das wäre vielleicht das Einfachste. Schön. Ja, das freut mich. Da haben wir wieder in einer halben Stunde. Das müssten... Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich sogar nur eine Folge draus. Momentan habe ich vermutlich ein bisschen mehr Zeit zum Aufnehmen. Dann haben wir es geschafft, ne? Schön! Können wir in die nächste Welt. Und das heißt für euch auf jeden Fall wahrscheinlich schon, dass eine neue Folge gleich beginnen wird. Muss ich mal schauen, wie ich es schneide. Ne? Aber das seht ihr ja dann. Falls dem so ist, sehen wir uns einfach gleich wie immer auf der anderen Seite. Ich bin gespannt, wo es uns diesmal hin verschlägt.